Die schwersten Unglücke der DDR. Für die Staatsführung politisch brisant. Wir kamen dort an, erkannten, da steckt ein Flugzeug drin. Die wahren Hintergründe bleiben häufig unter Verschluss. So wie im Film Titanic. Genauso war das. Und wir wurden praktisch dazu strengsten Stillschweigen verpflichtet. Ne? Tragische Schicksale und viele offene Fragen. Und in dem Moment schoss auch schon das Feuer durch den Mittelgang durch. Und haben dann morgens mit den Kindern gefrühstückt, die waren 6 und 8 Jahre alt, und haben ihm erzählt, dass die Mama nie wiederkommen wird. Zwickau 1960. Im Karl-Marx-Werk wird unter Tage Steinkohle abgebaut. Die Frühschicht ist gerade eingefahren. Plötzlich kommt es in rund 1000 Meter Tiefe zu einer Explosion. Feuer breitet sich aus. Die Grube wird zur tödlichen Falle. In der ersten Abteilung sind 2 kurz aufeinanderfolgende Druckwellen zu spüren. Panik bricht aus. Wer kann, flüchtet ins Freie. Und als wir auf halber Höhe waren, kam uns der Erste mit dem Gerät aufgesetzt, sozusagen entgegengestürzt. Der hat nur mit den Händen gerudert und hat gesagt, also wollte uns deutlich machen, seht zu, dass ihr wegkommt. Da war die Strecke verqualmt. Und wie wir auf das Streckenkreuz kamen, sahen wir mit immer an der Strecke schemenhaft tote Bergleute. Also Bergleute. Also wenn ich tot sage, die waren dahin gesunken. Dort war die Konzentration von CO schon so stark, dass im Grunde genommen 2-mal Luft holen ausreichen, um zu sterben. 178 Bergleute sind eingeschlossen. Aus der ganzen DDR kommen Helfer und Gerät nach Zwickau. Auch Ministerpräsident Otto Grotewohl und andere Staatsfunktionäre eilen zum Unglücksort. Ihr Versprechen an die Angehörigen, es werde alles Menschenmögliche getan, um die Kumpel zu retten. Trotzdem, dass wir 2-mal den Einsatz wahren mussten und dass uns verschiedenen Leuten dabei die Hände und das Gesicht verbrannt wurde, haben sie aber trotzdem den Mut aufgebracht und sind nochmal mit reingegangen. Bloß um die Leute, die noch lebend sind, rauszuholen. Auch aus Westdeutschland kommen Hilfsangebote. Grubenwehren und eine spezielle Rettungskapsel stehen bereit. Doch die DDR-Regierungskommission lehnt ab. Man wollte die westdeutschen Grubenwehren nicht beanspruchen, weil man sich natürlich in einem grundsätzlichen Systemkampf befand. Kalter Krieg bedeutet natürlich auch immer Konkurrenz der Systeme. Und das Signal wäre einfach ein falsches gewesen. Man wollte vermitteln, wir schaffen das alleine, wir sind stark genug, wir brauchen den Westen nicht. Stattdessen werden tschechische Grubenwehren angefordert. Die Helfer reisen per LKW an und treffen erst 2 Tage nach dem Unglück ein. Die Löschversuche mit synthetischem Kautschuk schlagen fehl. Statt das Feuer zu ersticken, wird der betroffene Grubenabschnitt schließlich zugemauert. Einigen wenigen Bergleuten gelingt es, sich vorher noch am Tag der Explosion aus eigener Kraft zu retten. Demzufolge sind wir 90 Meter nach oben gestiegen, unsere Handlampe in der Hand und so weiter und fort. In dieser Phase hatten wir dann auch schon die große Lebensangst. Ich weiß wie heute noch, wie mir durch meinen Kopf schoss, Mensch, mit 18 Jahren willst du hier unten zugrunde gehen. Es gab einen Überlebenden, der schreibt, ich war wieder oben. Ich war an der frischen Luft. Ich konnte die Sonne sehen. Hans Heber hat Glück. Viele seiner Kumpel sind noch im Berg. Banges Warten für die Angehörigen. Unter ihnen Frau und Kinder von Bergmann Gerhard Markert. Am nächsten Tag ist der Wolga vorgefahren, der Schwarze, der hat dann immer kam. 3 Mann ausgestiegen mit Ledermänteln. Die haben gesagt, dass die Mutti ja nicht niedergehen soll ans Werktor.
weil da schon mehrere Frauen waren und dass sich da Dramen abgespielt haben. Das wollten die nicht. 5 Tage lang kämpfen die Helfer. Am Ende überleben 55 Bergleute. 123 Kumpel sterben in der brennenden Hölle. Die DDR-Regierung verordnet Staatstrauer. 2 Minuten Schweigen. Auch im Westen ist die Anteilnahme groß. Während der Trauerkundgebung wehen die Fahnen in beiden deutschen Staaten auf Halbmast. Die Staatsführung der DDR sichert den Hinterbliebenen Hilfe zu. Unsere große sozialistische Gemeinschaft wird Sie in Ihrem Leid nicht allein lassen. Vor allem für die Kinder, die durch das Unglück ihre Väter verloren haben, wird vorbildlich gesorgt werden. Die betroffenen Familien erhalten staatliche Zusatzrenten. Besonders schwer ist es trotzdem. Gerade für die Hinterbliebenen von Bergleuten, die nie gefunden wurden. Wie Gerhard Markert, für den es bis heute kein eigenes Grab gibt. Wir haben das Bild an der Wand, eine Bergmannslampe, die beleuchtet, also die du einschalten konntest. Und das war das Ähnliche. Das Schlimmste war für mich den ersten Schultag. Ja. Und dann in die Schule, in die Klasse hineinkommen und es wird ruhig, still. Und Judith sagt, ach, der arme Manfred hat keinen Vater mehr. Das war schlimm. Die Katastrophe wird zum innerdeutschen Politikum. In westdeutschen Zeitungen wird über die Unglücksursache spekuliert. Dabei werden auch mangelnde Arbeitssicherheit und der unbedingte Wille zur Planerfüllung ins Spiel gebracht. Die DDR-Presse schießt zurück. In der Leipziger Volkszeitung heißt es, Zitat, diabolisch erklären sie, dass der 7-Jahr-Plan die Ursache des Unglücks sei. Wir lassen uns in unserer tiefen Trauer von den Bonner Schakalen nicht beleidigen. Barsche Töne. Typisch für die Zeit. 5 Jahre zuvor ist die Bundeswehr gegründet worden, ein Jahr darauf die Nationale Volksarmee der DDR. Deutschland wird endgültig zur Nahtstelle der Blöcke zwischen NATO und Warschauer Pakt. Der Kalte Krieg hat sich in den 1950er Jahren ganz besonders auch in der Presse abgespielt. Man hat sich ja stark aufeinander bezogen, einerseits, andererseits sich voneinander abgrenzen wollen. Und zum Dritten hat man ja immer demonstrieren wollen, das eigene System ist das Überlegene. Nach dem Unglück von Zwickau soll eine Expertenkommission die Ursachen untersuchen. Im Hintergrund arbeitet die Staatssicherheit. Knapp einen Monat später erfährt die Bevölkerung aus der Zeitung, die Grube sei sicherheitstechnisch und bergbaulich in einwandfreiem Zustand gewesen. Als offizielle Erklärung gelten Schlagwetter und eine anschließende Methan-Kohlenstaub-Explosion. Auch ein Erdbeben in Marokko wird als mögliche Ursache ins Spiel gebracht. Der geheime Stasi-Bericht verwirft die krude These und vermerkt, Zitat, dass kein Material vorliegt, die Ansichten der Gutachterkommission eine rege Erdbebentätigkeit, Fernbeben, habe möglicherweise mit zur Katastrophe beigetragen, zu stützen. Über 2 Jahre ermitteln beide Teams. Die Regierungsexperten legen sich in ihrem Abschlussbericht bezüglich der Ursache nicht fest. Die Staatssicherheit dagegen schon. Aus meiner Sicht gibt es an diesem Stasi-Bericht sachlich und fachlich nichts auszusetzen. Dort stehen schwerste Vorwürfe gegen die Werksleitung drin, bezüglich der Führung dieses Bergwerkes, und es steht auch die Primärursache der Katastrophen, die nämlich passiert ist durch einen Sprenghauer. Und dem werden alleine grob fahrlässig über 10 Vergehen gegen die entsprechenden Sprengstoffvorgehensweisen in diesem Stasi-Bericht vorgeworfen.
Davon, dass ein Sprengmeister die Katastrophe grob fahrlässig herbeigeführt haben könnte, erfährt die Bevölkerung nichts. Auch nicht die Hinterbliebenen der verunglückten Kumpel. Ich als Kind, ich konnte ja nur hören, was die Erwachsenen gesagt haben. Ja. Also unsere Meinung war, dass das ein Geheimnis war. Warum, weshalb, wusste keiner. Sabotage, Selbstmord, menschliches Versagen. Erst nach der Wende sind die Unterlagen öffentlich einsehbar. Doch darüber, was 1960 wirklich in 1000 Meter Tiefe passiert ist, gibt es bis heute unterschiedliche Meinungen. In unserem nächsten Fall geht es um eine tödliche Spritztour und die verhängnisvolle Nähe zwischen Volk und Militär. Der Rivensee in Brandenburg. Im Sommer 1965 ist hier viel los, im Kinderferienlager Flachs und Krümel, benannt nach zwei Puppenfiguren des DDR-Fernsehens. Auch der 7-jährige Frank-Peter Smolka ist dabei. Er hat gerade die 1. Klasse beendet. Er war das erste Mal in einem Kinderferienlager. Es ist eigentlich nur deshalb so gewesen, weil ich hörte, dass dieses Kinderferienlager ausgezeichnet geführt wurde. Und alle schwärmten davon und das Programm ist so toll und Kameraleute und Redakteure und alle bemühen sich darum, dass alles vielgestaltig wird und die Kinder viel Spaß haben. Ja, und dann war das so, dass ich plötzlich da noch einen Platz bekam, was also durchaus gar nicht so sicher war vorher und er durfte mitfahren. Frank-Peter fühlt sich wohl im Ferienlager. Mehrmals schreibt er seinen Eltern über die neuen Freunde und wie gut es ihm gefällt und dass er gerne am See spielt. Es ist der 24. August 1965, Vormittag. Die Sonne scheint, Badewetter. Viele Kinder spielen am Seeufer. Zur gleichen Zeit brechen von einem nahegelegenen Militärstützpunkt Schwimmpanzer zu einer Übung Richtung See auf. Dann gucke ich runter so an den Strand, ach sag ich, guck mal, da kommt ja, was ist denn das? Das sind ja Schwimmpanzer. Sonst noch nie gesehen, aber die hatten auch das schöne Wetter und wollten mal ihren Lehrgang da mit den Panzern, dass die auch mal auf dem See fahren können. Und dann die Kinder sind natürlich hingerannt erstmal, nicht? Die Kinder sind aus dem Häuschen. Die Soldaten erlauben ihnen, auf einen Panzer zu klettern. Dann unternehmen sie mit einem Schwimmpanzer sogar kleine Spritztouren über den See. Mit den Kindern. Und da sind die drauf, standen die drauf. Da war auch keine Reling drum oder so, gar nicht. Die standen einfach da drauf. Keiner hat gefragt, kannst du schwimmen oder kannst du nicht so schwimmen? Oder nur nicht, oder Schwimmer dürfen rauf oder so. Nichts, nichts, nichts. Natürlich wollen alle mal auf einem Panzer sitzen. Sind sie immer raus, ein Stückchen raus, vielleicht 100 Meter raus und dann haben sie eine kleine Kurve gemacht und sind wieder zurückgekommen, weil die Nächsten ja auch mal ran wollten, noch die anderen. Mehrfach dreht der Panzer eine Runde auf dem See. Mittlerweile zum 3. Mal. Das Fahrzeug ist etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Auf ihm Erzieher und 34 Kinder. Offenbar verlassen viele wegen der Motorhitze den hinteren Teil und setzen sich nach vorne. Dadurch verliert der Panzer das Gleichgewicht und taucht nach vorne ab. Wasser dringt in die offene Luke. Das Fahrzeug sinkt in Sekunden. Panzerfahrer, Erzieher und Kinder stürzen ins Wasser. Es beginnt eine dramatische Rettungsaktion. Mit dabei Erika Schmidt in einem alten Eisenkahn und einem Brett als Paddel. Also erstmal haben wir die Kinder rangerufen, wer schwimmen konnte, die sind dann rangekommen. Und dann habe ich die beim Schopf genommen und an der Arme und da haben wir sie reingezogen. Hinsetzen, gleich hinsetzen, nächste. Haben wir die, das erste Mal waren 12 drin, und das zweite Mal waren noch 6 drin. Und dann sind wir noch mal rausgefahren, da haben wir aber dann keinen mehr, dann sind wir selber getaucht und wollten sehen, war ja keiner weiter.
Viele können gerettet werden. Dann beginnt das bange Zählen. Immer wieder. Doch es fehlen Kinder. Ein ziviler Taucher wird zum Unfallort gerufen und beginnt als erster die Suche im Umkreis des Panzers. Einen Jungen habe ich gefunden. Der war ziemlich dicht dran, ne? Anfassen, Kopf in der Hand. Also die Haare von dem Jungen. Und das war dann genug. Dann bin ich hoch, genau an der Stelle, und habe dem Feuerwehrmann gesagt, du hast das schon öfters gemacht, Leichenrohr hochgeholt, da unten ist einer. Und der ist dann direkt runter und hat auch den Jungen sofort gefunden und hat ihn dann hochgebracht. Und er hat dann im Boot gelegen. Das ist, so kann ich mich erinnern. 7 Jungen können nur noch tot geborgen werden. Sanitäter der NVA legen die toten Kinder in ihre Transportfahrzeuge und bringen sie ins nahegelegene Brandenburg. Kinder, das ist das Schlimmste, was man erlebt, wenn Kinder beteiligt sind. Also was für mich ganz besonders schlimm war, dass sich 2 Kinder miteinander umklammert haben. Und so wurden die auch geborgen, zusammen umklammert. Und dann musste ich versuchen, diese in den Krankenwagen reinzubringen, ne, mit meinem Sanitäter. Und das war eine sehr schwierige Angelegenheit, die dann auseinander zu kriegen. Die hingen ja miteinander zusammen, Arm an Arm, Bein an Bein. Das war sehr schwierig und das war irgendwie eine ganz schlimme Angelegenheit. Auch Frank Peters Molka, der noch nicht schwimmen konnte, stirbt an jenem Tag. Seine Mutter erfährt auf der Arbeit von ihrem Vorgesetzten von dem Unglück. Und er sagte dann, Frank Peter ist tödlich verunglückt. Eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, war das so, dass ich es natürlich erst mal gar nicht fassen konnte. Es war außerhalb meines Begriffsvermögens. Ich konnte nicht mal weinen. In mir war im Grunde genommen eigentlich alles tot. Die Tragödie vom Rivensee. Sie hätte nie passieren dürfen. Denn es gibt klare Vorschriften. Doch gegen die verstoßen Soldaten genauso wie die meisten Betreuer. Ich habe zu meinen großen Mädels gesagt, keiner geht auf den Panzer. Keiner fährt da mit. Das ist nicht erlaubt. Wir sind so geschult worden. Warum üben Panzer in einem Badesee? Warum verhindert keiner die verhängnisvolle Spritztour? Diese Frage habe ich mir viele, viele Jahre gestellt. Aber ich weiß ja, wie das System hat, diese Freundschaft zu den bewaffneten Organen, wie das aufgezogen wurde, wie das vorbereitet war. Das war eine Aktion, die unter diesen Umständen, die war üblich. Die Bewaffneten, die Beschützer sind ins Ferienlager gegangen und haben gesprochen. Die Nähe zwischen Armee und Bevölkerung ist politisch gewollt. Kita-Besuche bei der NVA sind üblich. Die Kinder gratulieren den Soldaten zum Tag der Nationalen Volksarmee. In der Vorschule singen Mädchen und Jungen Soldatenlieder. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich fahre einen Panzer, ratata, ratata. Ich fahre einen Panzer, ratatatata. Also es gibt wirklich Kinderbücher für Kinder ab 6 oder 8 Jahren, mit Titeln wie Wenn die Haubitzen schießen oder Der Junge mit der Panzerhaube. Und entsprechend ist eine Affinität von Kindern zum Militär naheliegend. Seit Ende der 70er Jahre müssen alle Schüler ab der 9. Klasse zum Wehrunterricht. Die Mädchen nehmen an Zivilverteidigungskursen teil. Die Jungen lernen Handgranaten werfen und schießen. Das Unglück ereignete sich ja ungefähr 10 Jahre, nachdem die Nationale Volksarmee gegründet wurde. Und zu dieser Zeit war eine Militarisierung der Gesellschaft schon nachweisbar in vielerlei Hinsicht.
Der Friede sollte auf jeden Fall bewaffnet sein und den Aufbau der Armee, den wollte man unterstützen und natürlich auch durch solche Angebote an Jugendliche unterstützen. Man brauchte also auch Nachwuchskräfte. Das Unglück vom Rivendsee ist schlecht für den Ruf der NVA. Die Staatsorgane versuchen, den Vorfall einzudämmen. Das Gebiet wird abgeriegelt, die Telefone abgestellt. Ohne Erfolg. An Erich Honecker, damals Sekretär für Sicherheitsfragen im Politbüro, ergeht Bericht. Zitat: In der Nähe des Sees befindet sich ein Dorf. Es ist wahrscheinlich, dass trotz sofort eingeleiteter Sicherungsmaßnahmen die Bevölkerung von dem Vorfall Kenntnis hat. Für die Öffentlichkeit wird eine möglichst schwammige Meldung formuliert. Angeblich sind nur 20 Kinder mitgefahren. Von einem Schwimmpanzer ist überhaupt nicht die Rede. Ein Motorfahrzeug der Nationalen Volksarmee, mit dem unzulässigerweise Kinder zu einer Seerundfahrt mitgenommen worden waren, kenterte. Trotz aufopferungsvollem Einsatz konnten 7 der Kinder nur noch tot geborgen werden. 13 wurden gerettet. Geheime Akten belegen, armeeintern führt der Vorfall zu heftigen Diskussionen. Hochrangige Offiziere werden einbestellt. Der damalige Armeegeneral kommt zu dem Schluss, es gibt zu viele derartige Unfälle. Und die Vorgesetzten tragen Mitschuld. Zitat: Man sollte endlich mit dem nur Reden Schluss machen und die militärische Ordnung und Disziplin mit allem Nachdruck durchsetzen. Verurteilt werden am Ende nur die kleinen Fische. Der stellvertretende Lagerleiter zu einer Bewährungsstrafe. Der NVA-Offizier, der den Panzer steuerte, zu 5 Jahren Haft. Für die Hinterbliebenen nur wenig Trost. Die Trauer ist geblieben. Es ist 51 Jahre her. Das Grab gibt es noch von meinem Sohn. Es wird also von mir gepflegt. Und es ist für mich wichtig. In unserem nächsten Fall hat eine verschleppte Reparatur fatale Folgen. Sommer 1967. Anfang Juli. In Magdeburg ist der Personenzug 852 in Richtung Harz gestartet. Es sind viele Kinder im Zug auf dem Weg in die Ferien. Zur gleichen Zeit in der Gegend unterwegs ein Tanklastwagen mit 15.000 Liter Leichtbenzin an Bord. Um 8.02 Uhr soll der Zug mit 540 Reisenden den Bahnhof Langenweddingen passieren. Im selben Moment überquert an dem dortigen Bahnübergang der Tanklastzug die Gleise. Es kommt zur Katastrophe. Ja, und dann schrien alle durcheinander. Und da habe ich mir gesagt, du bist hier raus. Ich bin nach vorne gerannt, zur Tür, habe die aufgerissen und bin rausgesprungen. Und als ich da wieder stand, dann bin ich noch mal ran an den Zug. Im ersten Waggon stand noch eine Frau und ein Kind. Die standen direkt da am Eingang und da war die Tür aber nicht richtig auf. Ich habe sie beide rausgezogen. Und der Junge stand in Flammen, also der stand in Flammen. Das sind die ersten Aufnahmen vom Unglücksort, an dem, wie wir gemeldet haben, heute Vormittag ein Tankfahrzeug mit dem aus Richtung Magdeburg kommenden Personenzug 852 zusammenstieß. Die Unfallstelle wird zum Flammeninferno. Mehrere Waggons brennen lichterloh. In einem sitzt der 9-jährige Bernd Lamprecht. Mit seinen Eltern ist er auf dem Weg in den Urlaub. Also es gab einen Knall und dann, als ob der Waggon aus der Schiene sprang, auf die Schwellen. Und in dem Moment schoss auch schon das Feuer durch den Mittelgang durch. Nur Geschreie, Panik, die Leute auf der Erde und alles oben drüber, unten drunter. Und irgendwie stand ich am Fenster und jemand zog mich raus. Mein Vater ist durch den Waggon nach hinten irgendwie rausgekommen,
was mit meiner Mutter passiert ist, vermuten wir nur, dass sie einen Koffer abgekriegt hat durch den Aufprall, dass das von oben runtergefallen ist und ja. Das Feuer brennt so heiß, dass die Rettungskräfte die Waggons nicht betreten können. Auch an Löschwasser fehlt es. Neues muss organisiert werden. Erst als die Hitze nachlässt, können sich die Helfer in die Abteile vorarbeiten. Und dann sind wir in die heißen Räume rein und haben die toten Menschen gesehen, Kinder vor allen Dingen und auch noch Schwerverletzte, die wir dann gemeinsam rausbringen konnten. Besonders hat mich bewegt, dass ich vier kleine Kinder oder Schüler gesehen habe, die bei mir im Wohngebiet im Nebenhaus gewohnt haben. Einer hat noch gelebt, ein Junge, er ist dann aber auch, wie mir gesagt wurde, verstorben. 44 der 94 Todesopfer sind Schüler. Die Verletzten werden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, mit schwersten Verbrennungen. Manche werden zeitlebens entstellt sein. Innen- und Verkehrsminister besuchen die Opfer. Der 9-jährige Bernd Lamprecht liegt im Kreiskrankenhaus Barendorf. Auch er bekommt hohen Besuch. Der saß dann auf meinem Bett und hatte dann nach einem Wunsch gefragt. Und da wollte ich eigentlich nur mein kleines Mickey-Radio wieder haben. Das hat mir meine Mutter vor der Reise geschenkt. Und ja, und man war ja als kleiner Junge dann stolz auf sein erstes Radio. Und ja, und das ist leider verbrannt. Und daraufhin hat der Minister dann gesagt, okay, kriegst ein neues. Für den 11. Juli organisiert die DDR-Regierung eine zentrale Trauerfeier auf dem Magdeburger Westfriedhof. Hier darf der Toten gedacht werden. Am Unglücksort selbst werden Blumen und Kränze rasch entfernt. Eine Regierungskommission rekonstruiert die Ereignisse und macht vor allem den Fahrdienstleiter und den Dienstvorsteher des Bahnhofes verantwortlich. Tatsächlich sind auch technische Mängel mit im Spiel. Denn am Bahnübergang verläuft ein für diese Stelle nicht zugelassenes Telefonkabel, das sich bei warmem Wetter bekanntermaßen dehnt. Am Tag der Katastrophe hängt das Kabel so tief, dass sich die Schranke darin verfängt. Der Bahnübergang kann nicht mehr geschlossen werden. Mit einer Signalflagge gelingt es dem Fahrdienstleiter, einen heranfahrenden Bus zu stoppen. Doch den Tanklastzug, der aus der Gegenrichtung kommt, sieht er offenbar nicht. Vor dem Bezirksgericht Magdeburg begann heute der Prozess gegen zwei Angehörige der Deutschen Reichsbahn, die sich durch Pflichtverletzung an dem schweren Verkehrsunglück in Langenweddingen schuldig gemacht haben. Den Bahnangestellten werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Sie hätten das mangelhafte Kabel melden und die Bahnstrecke sperren müssen, mit dem Umschalten auf das Haltesignal. Am Ende wurden die beiden Bahnmitarbeiter zu einer Haftstrafe von 5 Jahren verurteilt. Mir kommt es aber so vor, dass das nicht rechtens war, sondern dass der Fahrer, der Kraftfahrer, auch eine bestimmte Verantwortung für diesen hohen Schaden hätte. Unmittelbar nach dem Unglück wird auch die Staatssicherheit aktiv. Die Staatsführung will wissen, was die Bevölkerung denkt. Ein Stasi-Mitarbeiter liefert folgenden Stimmungsbericht. Zitat: Hier wird die Meinung vertreten, dass die Hauptursache des Unglücks darin liegt, dass die Freileitung der Deutschen Post, die über den Bahnübergang führt, nicht vorschriftsmäßig montiert war. Bei der Ursachenforschung und der öffentlichen Kommunikation der Ursachen von Katastrophen, Unglücksfällen war es natürlich oft geboten, nicht nach strukturellen Ursachen, die letztlich die Systemfrage stellen konnten, zu suchen, sondern einzelne Schuldige zu finden, also die Individualisierung von Verantwortung. Nach dem Unglück werden zahlreiche Vorschriften geändert.
Offenbar ist der DDR-Führung bewusst, dass nicht nur einzelne Bahnmitarbeiter verantwortlich sind. Ja, der DDR-Ministerrat hat sofort beschlossen, dass die Bahnanlagen, die Schrankenanlagen überprüft werden sollten auf Sicherheitsmängel und dass diese Mängel, so sie denn existieren, auch sofort abgestellt werden. Ende 1967 ist dann auch noch eine neue Transportordnung in Kraft getreten, die letztendlich ja auch zeigt, dass man sich durchaus bewusst war, hier hat man das nicht nur mit menschlichem Versagen zu tun, sondern hier können auch technische Mängel, andere Mängel mit im Spiel gewesen sein. Langenweddingen geht als schlimmstes Eisenbahnunglück in die DDR-Geschichte ein. 11 Opfer konnten nie identifiziert werden. Unser nächster Fall. Marode Technik führt zum größten Chemieunfall der DDR-Geschichte. Das elektrochemische Kombinat Bitterfeld. Rund 14.000 Menschen arbeiten hier. Der 11. Juli 1968 geht als schwarzer Tag in die Kombinatsgeschichte ein. Um 14.02 Uhr erschüttert eine gewaltige Detonation das Werksgelände. Und plötzlich flogen die ganzen Fenster raus. Und eine Druckwelle schleuderte mich über die Werkzeugbank. Und dort habe ich erstmal volle Deckung genommen. Wir waren also zu einer Übung ausgerückt gegen 14 Uhr. Und plötzlich hörten wir einen dumpfen Knall, der aus Richtung Bitterfeld, aus dem Süden kam. Und sahen dort eine schwarze Wolke hochgehen. Das sah aus wie ein Atompilz. So, da flogen Mauerstücke, große Brocken, konnte man sehen, obwohl wir 3 Kilometer entfernt waren. Die PVC-Fabrik ist in die Luft geflogen. Ausgerechnet zum Schichtwechsel, als besonders viele Menschen auf dem Gelände waren. Sofort beginnen Feuerwehr und Helfer mit Rettungsmaßnahmen. Das war wie Krieg. Wir haben also dann angefangen, nach Verletzten zu suchen, fanden allerdings dort keine Verletzten im Ersten, sondern nur Tote. Wir haben bis ca. 18, 18.30 Uhr ca. 10 Tote dort ausgegraben gehabt. Dann haben wir dort aus den ersten Trümmern so alles, was so schnell wie möglich zu bergen ging, rausgeholt, ne? Um eben nur geguckt nach Menschenleben und was eben dort zu erhoben war. Also ich richtig beschreiben kann ich das ja nicht, wie das ausgesehen hat. Dort saß eine Frau am Schreibtisch, das, was man erst gar nicht erkennen konnte. Erst nahmen wir an, die lag, dass sie auf dem Bauch lag. Und beim weiteren Freigraben merkten wir, dass sie saß. Sie saß am Schreibtisch auf ihrem Stuhl und war tot. So, das ist eigentlich so ein Bild, was ich immer wieder sehe. 3000 Helfer sind im Einsatz. 42 Leichen werden geborgen. Rund 270, teils Schwerverletzte, kommen in die umliegenden Krankenhäuser. Was ist passiert? Die Fabrik produziert Polyvinylchlorid, den Grundstoff für Plaste. Das PVC entsteht in drehenden Reaktoren, sogenannten Rollautoklaven. Die stammen noch aus den 30ern und laufen nicht immer einwandfrei. Wenn der Druck zu hoch wird, muss Gas aus den Reaktoren abgelassen werden. Das Problem? Das Gas, Vinylchlorid, ist hochexplosiv. Und es wird direkt in die Fabrikhalle abgelassen. Ich habe selber noch eine Bretterwand gesehen. Die hat man vor die Öffnung gestellt, hat das Ventil aufgemacht und der ganze Inhalt striezte dann gegen die Bretterwand und verteilte sich natürlich dann im Raum. Ja. Man hätte niemals in den Raum hinein ein explosionsfähiges Gas strömen lassen dürfen. Jahrelang geht das gut. Doch diesmal entzündet ein Funke das Gas und löst die Katastrophe aus. Während die Toten und Verletzten abtransportiert werden, kämpft die Feuerwehr darum, noch größeres Unheil abzuwenden. In unmittelbarer Nähe des Unglücksorts stehen mit Gas befüllte Eisenbahnwaggons. Und
Noch 8 in Betrieb befindliche Autoklaven müssen schnellstmöglich entschärft werden. Und in jedem Behälter waren ungefähr 4 Tonnen Phenylchlorid. Ein Autoklav fing schon an, die Ventile auszureißen. Also fing er schon an, selber abzublasen. Wenn das dann noch explodiert wäre, dann wäre dort noch mehr, dann wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, halbe Stadt Bitterfeld weg gewesen. Diesmal wird die Öffentlichkeit ausführlich über das Unglück informiert. Der Fokus der Berichterstattung liegt allerdings auf dem unermüdlichen Einsatz der Helfer und der guten medizinischen Versorgung der Verletzten. Die Trauerfeier wird im Fernsehen übertragen. Aus Westdeutschland kommen Beileidsbekundungen, doch die politische Lage ist angespannt. Hat sich die innerdeutsche Situation inzwischen schon so verhärtet, dass Gemeinsamkeiten nicht mehr möglich sind? Keine gesamtdeutsche Trauerbeflaggung zum Beispiel, die noch vor 2 Jahren anlässlich des schweren Eisenbahnunglücks im Bezirk Magdeburg möglich war? Die Ostberliner Parteizeitung Neues Deutschland, die heute mit dieser Schlagzeile erschienen ist, sie beweist uns, dass die Kontakte zwischen Ost und West zurzeit nicht gerade günstig sind. Die Unglücksursache, so stellt eine Regierungskommission 3 Wochen später lapidar fest, sei eine Gasexplosion gewesen. Im Geheimen laufen die Ermittlungen weiter. Experten der technischen Überwachung der DDR stellen in einem Gutachten fest, gesetzliche Bestimmungen wurden nicht eingehalten. Das Vinylchlorid hätte nicht in den Produktionsraum austreten dürfen. Aus einem anderen Bericht geht hervor, dass es bereits 6 Jahre zuvor in der gleichen Fabrik zu einem ähnlichen Unfall gekommen war. Damals beschlossene Schutzmaßnahmen wurden jedoch nicht umgesetzt. Zitat: Die wichtigste Maßnahme war und ist, das Vinylchlorid beim Entleeren ohne Luftberührung aus dem Gebäude herauszuführen, was von 1962 bis heute nicht realisiert wurde. Im Klartext: Der Bau von Abgasleitungen vom Innenraum über das Dach nach draußen wurde 6 Jahre lang unterlassen. Ich weiß noch, mit dem Schlosser, also dem Schlossermeister, der hat gesagt, wir haben kein Material, wir können das nicht machen. Und Geld gab es auch nicht. Es wurde im Krawall gefahren. Das war also typisch ein Effekt der Mangelwirtschaft, dass man nicht mehr oder weniger dann eine neue Technologie gewählt hat. Dabei hat Staatschef Walter Ulbricht längst den wirtschaftlichen Aufschwung verordnet. Es sollte eine Wirtschaftsreform geben, 1963, das sogenannte neue ökonomische System wurde verkündet. Man wollte ein Stück weit konkurrenzfähiger werden im Vergleich zur Bundesrepublik, die Bundesrepublik vielleicht sogar wirtschaftlich einholen oder überholen. Relativ schnell hat man gesehen, dass diese Entwicklungen nicht erreicht werden können. Im Gegenteil, es kam letztlich im gesamten Ostblock immer wieder zu Krisensymptomen. Ja, und das zeigt sich unter anderem natürlich auch darin, dass Geld fehlte für Neuinvestitionen und für Modernisierung der Anlagen. Deswegen konnte so ein Unglück überhaupt passieren. Investitionen, Modernisierung, Verbesserungen der Arbeitssicherheit, das wünschen sich Ende der 60er Jahre viele Betriebe des Bitterfelder Kombinats. Stattdessen muss auf Teufel komm raus produziert werden, auf Kosten der Sicherheit. Von 1965 bis 1967 habe ich dort gearbeitet und bin dann aber weg, weil mir das zu gefährlich wurde. Das hatte öfters gescheppert. Ich habe hochexplosive Betriebe schon dort. Dass da nicht mehr passiert ist, kannst du heute noch mal wundern. Bereits im Jahr vor dem großen Unglück waren in Bitterfeld 5 Menschen bei Arbeitsunfällen gestorben. Aber erst jetzt reagiert der Staat. Neue Vorschriften sollen die Arbeitssicherheit republikweit verbessern. Die Bitterfelder Kombinatsleitung legt Arbeitsschutzprogramme auf. Ohne Erfolg. Im nächsten Jahr gibt es wieder über 1300 Arbeitsunfälle. Wirkliche Verbesserungen bringt erst das sogenannte RSM-Programm. Rationalisierung, Stabilisierung, Modernisierung. Da sind also doch mehr Ressourcen aus der zentralen Wirtschaft der DDR nach Bitterfeld geflossen, was ja sonst nicht der Fall war. Ja, und dieses Programm hat
zum Beispiel die Rohrbrücken, die ja sehr marode waren durch Korrosionserscheinungen und so, doch in einem erheblichen Umfang saniert. Das zerstörte Werk wird nie wieder aufgebaut. Geblieben ist nur der Straßenname. Die Produktion wird ins rund 40 Kilometer entfernte Schkopau verlagert, wo ab 1976 eine neue PVC-Fabrik aus dem Boden gestampft wird. Von einer westdeutschen Firma. Unser nächster Fall. Ein Flugzeugabsturz und eine Ursache, die es offiziell nicht geben darf. Ferienzeit 1972. Vom Flughafen Schönefeld in Ost-Berlin startet eine Maschine vom russischen Typ 262 Richtung Bulgarien. An Bord die Besatzung und 148 Passagiere. Das Flugzeug gehört zum modernsten, was die DDR zu bieten hat. Die Piloten, die das Glück hatten, als Erste auf die IL-62 zu schulen, waren restlos begeistert. Die wurde liebevoll von den Mitarbeitern der Weiße Riese genannt. Ist ja auch von Abmessungen her ein enormes Gerät. Und auch die Fluggäste waren so begeistert davon, weil durch auch die Anordnung der Triebwerke am Heck war der Geräuschpegel im Flugzeug relativ gering. Es war ja ruhig, angenehmes Fliegen. Fernreisen, ob mit dem Flieger oder Schiff, sind für DDR-Bürger die Ausnahme und sehr teuer. Seit 1958 verschafft die staatliche Airline Interflug dem abgeschotteten Land einen Hauch von weiter Welt. Die Urlaubsziele liegen in der Sowjetunion, auf Kuba oder in Bulgarien. Die Nachfrage ist groß. Auch der Urlaubsflieger nach Bulgarien ist 1972 ausgebucht. Etwa eine Viertelstunde nach dem Start bemerkt der Pilot, dass die Hecksteuerung nicht mehr funktioniert. Er entscheidet sich zum Rückflug nach Berlin. Doch die Maschine lässt sich nicht auf Höhe halten. Das Heck fängt Feuer und bricht ab. Über Königs Wusterhausen gehen Trümmer nieder. Schon auf der Anfahrt hat man dann eine riesige schwarze Rauchwolke gesehen und da lagen dann, weiß nicht wie viel, jedenfalls sehr viele Tote, fast so wie eine Sitzreihe im Flugzeug aufgebaut ist und man hält dann an und kann nicht helfen, die waren alle tot und das ist eigentlich ein Bild. Im Umkreis von 200 Metern lagen also Flugzeugteile, lagen die Passagiere aus der vorderen Kabine, auch schwer gezeichnet, alle natürlich tot. Man kann das gar nicht beschreiben, wie der Mensch aussehen. Dann Kopf ab oder Extremitäten ab oder steckten im daneben liegenden Feld. Also, und dann Koffer und alle möglichen Geräte lagen also in der Gegend herum. Alle 156 Insassen sterben. Nur 60 Opfer können überhaupt identifiziert werden. Unter ihnen die 55-jährige Käthe Weidner aus Hoyerswerda. Sie wollte sich in Bulgarien mit ihrer Schwester treffen, die im Westen lebt. Der Sohn erinnert sich. Am Abend um 19.30 Uhr in den Nachrichten hörte ich von dem Absturz einer Maschine, der Interflug auf dem Flug nach Burgas. Und da ahnte ich Schlimmes. Und um 2 Uhr klingelte es an der Wohnungstür und da stand der Bürgermeister vor uns. Und ich sagte, Arno Pinkau, so hieß er, ich weiß Bescheid. Und da sagte er noch zu mir, na Gott sei Dank, du machst mir es wenigstens leicht. Und so hat er mir dann die offizielle Mitteilung in relativ einfachen Worten geschildert. Noch während die Rettungskräfte die Trümmer beseitigen, wird der DDR-Verkehrsminister zur Unfallursache befragt. Wir haben sofort nach Bildung der Regierungskommission Spezialistengruppen zusammengestellt,
die auch pausenlos untersuchen, alle Beweisstücke sichern, alle Unterlagen zusammentragen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass trotz angestrengter Arbeit zum gegenwärtigen Stand der Untersuchung ich noch keine Angaben über die vermutliche Ursache dieser Katastrophe machen kann. Mitte September werden die ersten Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Die Besatzung sei schuldlos, so heißt es, und der Absturz durch einen Brand verursacht worden. Die Frage, warum es brannte, bleibt unbeantwortet. Flugzeugexperten und die Staatssicherheit untersuchen die Wrackteile gewissenhaft. Sie bauen sogar das Heckteil nach, um der Brandursache auf die Spur zu kommen. Ihr Ergebnis? Der Brand muss im Heck entstanden sein, und zwar im Gepäckraum. Als Ursache machen die Experten gravierende Konstruktionsmängel aus, etwa eine 300 Grad Heißluftleitung in unmittelbarer Nähe von Elektrokabeln. Und es kam zu einer Lichtbogenzündung und dieses Magnesiummaterial brennt mit 2000 Grad ab, sodass also das Heck abgeschweißt wurde. Der erfahrene Pilot hat keine Chance. Was dazu kam, weil man gesagt hat, naja, in dem Gepäckraum kann ja nicht viel passieren, da war also weder eine Feuerwarnanlage noch eine Feuerlöschanlage drin, sodass also auch keine Anzeige im Cockpit da war, wenn dort irgendeine Unregelmäßigkeit war. Das war natürlich ein grober Konstruktionsfehler und das wurde ja dann auch sofort in die Serienfertigung eingeführt. Alle das, was wir als Mängel, als Ursachen erkannt haben, wurde sofort umgesetzt. Alle Flugzeuge wurden nachgerüstet. Es kam dann eine Sichtluke rein, es kam eine Warnanlage rein. Der Abschlussbericht der DDR-Experten ist geheime Verschlusssache. Auf Seite 12 stehen die Empfehlungen an den sowjetischen Hersteller. Unter anderem wird diesem angeraten, Zitat, das Verändern der Konstruktion der durch die Wärmestrahlung gefährdeten Stellen. Die Moskauer Flugzeugspezialisten sind anderer Meinung. Das Ergebnis der DDR-Experten weisen sie zurück. Das erfährt Erich Honecker im Dezember 1973 vom Präsidenten der Volkskammer, der ihm gleichzeitig anrät, Zurückhaltung gegenüber dem großen Bruder zu üben. Zitat: Anbei das sowjetische Gutachten über den Absturz. Es widerspricht unseren Experten, gibt aber keine Ursachen an. Ich schlage vor, die Sache ruhen zu lassen. Erich Honecker vermerkt, einverstanden. Knapp ein Jahr vorher hatte er Walter Ulbricht als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED abgelöst. Gegen dessen Willen. Mit Hilfe von Moskau. Möglicherweise war es auch ein Stück weit direkte Aufforderung oder aber ein Freundschaftsdienst von Seiten Honeckers, dass man jetzt dieses Unglück, das ja im sachlichen Zusammenhang steht mit sowjetischer Technik, dass man darüber nicht viele Worte verliert, dass man versucht, das so geheim wie möglich zu halten. Die Hinterbliebenen erfahren nichts von alledem. Ihnen bleibt nur quälende Ungewissheit. Man ist ohnmächtig. Es ist das Gefühl der Ohnmacht. Es gibt niemanden, den man fragen kann. Selbstverständlich ist es das Recht der Hinterbliebenen, die wahren Ursachen zu erfahren. September 1998 habe ich Einsicht erhalten in den Abschlussbericht. Als ich diesen Bericht dann in der Hand hatte, dann hat mich das also wieder seelisch sehr aufgerührt. Die nicht identifizierten Opfer haben ihre letzte Ruhestätte auf einem Waldfriedhof gefunden. Ganz in der Nähe des Ortes, wo es zur schwersten Flugzeugkatastrophe auf deutschem Boden kam. In unserem nächsten Fall geht es um einen spektakulären Absturz und eine aufwendige Vertuschungsaktion. Cottbus, Schmellwitzer Straße, 1975. Am Vormittag stürzt ein Jagdflieger der NVA in einen Plattenbau.
Frontal bohrt sich die Maschine in das Haus und explodiert. Einige Bewohner können sich retten. Eine Frau springt in ihrer Not vom Balkon. Sie überlebt, schwer verletzt. Und ich bin dann hin und habe geguckt und wollte sehen, was da los ist und so. Und da habe ich diese junge Frau entdeckt. Also da war der Oberarm wie abgeschnitten, sah der aus. Ich habe das gesehen und bin sofort zurückgelaufen, um was zu holen, damit ich ihr den Arm abbinden konnte. Kurze Zeit später erreicht die städtische Feuerwehr den Unfallort. Wir kamen dort an, erkannten aufgrund der Flammen, die aus dem Fenster kamen, eigentlich ungewöhnlich für einen Wohnungsbrand, so eine starke Flamme. Und dann wird eine Lagererkundung durchgeführt und dann wurde uns mitgeteilt, da steckt ein Flugzeug drin. Nicht? Jedenfalls bin ich dann versucht, diese Leiter dort hoch zu steigen. Ich habe es nicht geschafft, an dieser Wärmestrahlung, die dort vorhanden war, die Hitze habe ich nicht ausgehalten. 800 Liter Kerosin verbrennen. Die Temperaturen sind extrem hoch. In den Flammen entdecken die Feuerwehrleute eine Überlebende, können sie aber nicht erreichen. Sie sollte weg vom Fenster, sie sollte in die Wohnung reingehen. Wir haben den da natürlich hingespritzt, richtig, und dann stand das Wasser in der Wohnung 10 cm hoch. Bis zum Balkon ist wie so ein Sockel, das lief da auch nicht weg. Und da lag sie in diesem Wasser und das hat ihr scheinbar den, im Endeffekt auch das Leben gerettet. Also sie konnte da drin aushalten. Es ist die einzige Bewohnerin, die Ulrich Bürold und seine Kollegen noch retten können. Mit den Kollegen zusammen haben wir dann los, wir gehen jetzt von Etage zu Etage. Und in der vierten Etage, nach vorne zur Straße raus, da waren zwei Leichen, weiblich. Die waren beide, ob sie im Schlafanzug oder im Nachthemd waren, weiß ich nicht. Jedenfalls ihre Körper waren wie Bräuler gebräunt, also die waren tot. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen, was die da oben für eine Hitze aushalten mussten und dann im Endeffekt gestorben sind. Fünf Frauen kommen ums Leben. 12 Menschen werden schwer verletzt. Auch der 33-jährige Pilot Peter Makovica stirbt. Entgegen der Anweisung des Flugleiters rettet er sich nicht mit dem Schleudersitz. Stattdessen überfliegt er noch das Textilkombinat, wo hunderte Menschen arbeiten. Auch einen Kindergarten des Kombinats überquert er noch. Er versucht offenbar bis zum Schluss, die freie Fläche des nahegelegenen Friedhofs zu erreichen. Der Pilot hat sich geopfert, um weitere Menschenleben zu retten. Also dieser Mann und der ganzen Familie ist ja der Vater genommen worden und der Mann genommen worden dadurch. Er hätte ja abspringen können und mehr an sich denken können. Das hat er nicht getan. Er hat an alle anderen gedacht, aber nicht an sich selbst. Der Pilot war vom Militärflugplatz Cottbus zu einem Testflug gestartet. Beim Landeanflug löst sich plötzlich eine unzureichend befestigte Klappe am Rumpf im Fahrwerkschacht. Dadurch strömt die vom Triebwerk benötigte Luft ins Freie und das Triebwerk geht aus. Ein Wartungsfehler. Und damit stand im Grunde genommen fest, das Flugzeug oder das Triebwerk ist ausgefallen aufgrund des Verlustes dieser Luke. Man hat natürlich sich dann auch auf den Wart konzentriert, der das Flugzeug betreut hat, und hat dann auch schnell festgestellt, dass er da irgendwie einen wahrscheinlichen Fehler gemacht hat. Und er hat zugegeben, dass er die Luke nur angeheftet hatte. Das Gerichtsurteil betrug damals nach meiner Kenntnis 8 Jahre Haft. Ob man da nun rechnet für jeden Toten ein Jahr oder was weiß ich wie viel, das konnte nicht wieder gut machen. Aber es war eben wenigstens die Bestätigung, dass sowas gesühnt wird. Von dem durch eine Militärmaschine verursachten Unglück sollen so wenig Menschen wie möglich erfahren. Das Gebiet wird sofort abgeriegelt, das Flugzeug schnell abtransportiert. Binnen eines Tages wird das Loch in der Fassade verschlossen. Selbst die Feuerwehrleute dürfen nicht über den Vorfall reden.
wenn dort irgendwelche Journalisten oder wer auch immer auf uns zukam, der kriegte die Antwort, das wurde uns regelrecht geschult, wenden Sie sich an das Ministerium des Innern, wir geben keine Auskunft. Das war damals so. Auch Fotografieren ist verboten. Die einzigen Bilder macht ein Stasi-Mitarbeiter. Die Details des Unglücks sollen so gut wie möglich vertuscht werden. In der Zeitung erscheint zwei Tage später eine spärliche Mitteilung. Im Fall des MiG-Absturz in Cottbus ist ja das Interessante, dass der Absturz als solcher nicht verheimlicht wurde, weil er nicht verheimlicht werden konnte. Das aber in den Pressemeldungen nicht zu finden war, dass es sich um ein Militärflugzeug gehandelt hat. Ich nehme an, dass diejenigen, die näher an der Unglücksstelle waren, auch das relativ leicht identifizieren konnten. Es war ja so halb stecken geblieben in dem Gebäude. Aber das sollte eben nicht an eine breitere Öffentlichkeit dringen. Und auch nicht in den Westen. Dabei stehen die Zeichen der Zeit auf Entspannung. 1970 war Willy Brandt zu Besuch in Erfurt. Ost und West vereinbaren gut nachbarliche Beziehungen zueinander. Ständige Vertretungen werden eingerichtet. Das lässt ja auf der einen Seite vermuten, dass eventuell eine gewisse Offenheit existiert oder auch, was die Berichterstattung angeht, ein bisschen mehr Freiheit mit dazukommt. Aber genau das war in dem Fall ja nicht der Fall. Und das kann man nur so verstehen, dass hier natürlich Militär im Spiel war und dass man auch nach außen trotz allem signalisieren wollte, wir sind stark, wir haben eine funktionierende Luftwaffe. Und da konnte man es sich kaum leisten, hier so offensichtlich von Defiziten zu sprechen und zu berichten. Cottbus 1975. Die Metropole der Lausitz boomt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die Bevölkerung hier mehr als verdoppelt, auf 97.000. Neubaugebiete werden gebaut. Für viele Anwohner ist der Militärflughafen ein dauerndes Ärgernis. Es gab viele Einwohner, die das nicht ertragen konnten, dass Tag und Nacht die Flugzeuge flogen. Man war ja oftmals nachts aufgeschreckt, als die Flugzeuge zum Landen wieder kamen. Meines Wissens nach sind vor 1975 zwei, drei Flugzeuge auf alle Fälle schon abgestürzt. Man hat ja auch Angst, dass immer wieder was passiert und dass einen das selbst mal betreffen könnte. Der Absturz ist natürlich Thema in der Bevölkerung. Das ruft die Stasi auf den Plan. Die Spitzelinformationen werden in einem Stimmungsbericht zusammengefasst. Darin sind beunruhigende Äußerungen der Cottbusser vermerkt. Zitat: Die Bürger, die unter der Einflugschneise wohnen, müssten demonstrieren, damit endlich eine Änderung herbeigeführt wird. Die Staats- und Parteiführung war sehr daran interessiert, zu wissen, wie tickt die Bevölkerung, welche Ereignisse spielen eine Rolle, wie wird die Versorgungslage beurteilt, die politische Lage beurteilt, aber eben auch, wie ist die Stimmung nach bestimmten Unglücksfällen. Wenn keine freie Presse da ist, können die Medien auch nicht die Stimmung der Bevölkerung auch nur halbwegs authentisch reflektieren. Das fehlte. Und ein Stück weit waren diese Stimmungsberichte, die die Staatssicherheit zusammengestellt und an das Politbüro geliefert hat, eine Art Öffentlichkeitsersatz. 7 Jahre nach dem Unglück wird das Jagdgeschwader verlegt. Heute gibt es keine Flieger mehr am Stadtrand von Cottbus. Der Flughafen ist ein Museum.